Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als erstes möchte ich alle neuen Abonnenten recht herzlich willkommen heißen auf meinem Kanal. Ich dachte, ich zeige euch heute mal ein kleines Update meiner Strickprojekte sowie meine neuen Bobble, wobei ich sagen muss, vier der Bobble habe ich bereits länger, aber ich habe sie irgendwie vergessen, letztes Mal zu zeigen. Also hole ich das heute nach. Hier ist mein Pullover, an dem habe ich jetzt nicht wirklich gearbeitet. Ich bin momentan in der zweiten Reihe nach dem Marker, wie man so schön erkennt. Aber auch an meinem Cardigan habe ich nicht wirklich gearbeitet. Das soll sich aber die nächsten Tage ändern. So, ich zeige es euch aber mal. Also ich habe jetzt bei meinem Cardigan einen Mustersatz gestrickt. Aber wie gesagt, in den nächsten Tagen werde ich vermehrt an den beiden Sachen arbeiten und nicht so viel an den Tüchern. Da kommen wir auch schon zum ersten Tuch. Das wäre das mit dem Goldfaden drin. Hier ist der Marker und das ganze Stück habe ich seit dem letzten Video gestrickt. Habe jetzt hier oben, ist ja vierfädig. Ich muss mal kurz gucken. Ja, vierfädig. Und bin jetzt bei dem ersten Faden des hellblauen mit drin. Ja. Dann hatte ich ja noch das andere Dreieckstuch. Da habt ihr hier den Marker, wie ihr seht. Und da das auch vierfädig ist, bin ich jetzt bei drei Fäden weiß und ein Faden hellblau. Also ihr seht, bei den Tüchern hat sich einiges getan. Da ich zwischendurch immer mal so ein Projekt brauche, was schnell von der Hand geht und somit schnell fertig ist und schnell ein Erfolg ist, stricke ich Socken. Habe ich dieses Paar gestrickt und dieses Paar. So. Den Bobble mit dem Goldfaden habe ich ja letztes Jahr auf der Davanda-Messe gekauft und da habe ich auch diese beiden Bobble gekauft. Ich zeige es euch mal noch von oben. So, einmal diesen hier in vierfädig 826 Meter in verschiedenen Blautönen, aber alles hellblaue Töne. Und dann diesen hier, das sind 960 Meter. Alle Infos findet ihr übrigens wieder in der Infobox. Das ist jetzt so gelb, orange und so ein ja, Weinrot, würde ich sagen. Die beiden, wie gesagt, auch auf der Messe. Eigentlich hatte ich dort vier Bobble gekauft, aber der vierte ist bereits verstrickt und nicht mehr in meinem Haushalt. Habe ich aber auch leider vergessen, ein Foto zu machen vorher. Dann habe ich in zwei lokalen Geschäften hier in Dresden diese beiden Bobble gekauft von Lady Dies Traumgarne. Einmal diesen hier mit hellrosa, rosa und dann einem dunklen Grau und einem hellen Grau. Und dann diesen hier. Das sind übrigens beides vierfädig und 1000 Meter. Weiß, so ein helles Lila und dann so ein ja, Fliederton, würde ich sagen. Dann habe ich die Woche bei zwei unterschiedlichen Davanda-Shops eingekauft. Und zwar einmal diesen Bobble, das sind 900 Meter, ebenfalls vierfädig und das sind 50% Baumwolle und 50% Acryl. Ich glaube, so sieht man ihn besser. Der startet in mit einem Grün, geht dann auch in so ein Grau, ja, Grau würde ich sagen, Grau über und hat außen dieses Hellblau. Und dann habe ich in einem anderen Shop noch diese zwei Bobble gekauft. Das sind jetzt übrigens auch die beiden letzten, die ich habe. Der ist nicht zweifädig, sondern zweifarbig. Innen mit so einem Altrosa und außen so ein Lila. Das sind 800 Meter. Und der letzte, der ist in ja, Flieder, dann Lila und dann Altrosa. Das sind 750 Meter. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, viel gemacht habe ich an Pullover und Jacke nicht. Habt ihr ja gesehen. Aber ich denke, das wird sich bis zum nächsten Mal definitiv ändern. Ich beende das Video hier auch an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend
oder Tag oder keine Ahnung, je nachdem, wann ihr das Video seht, und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!